Hallo, ich begrüße euch heute zum Backen. Wir backen einen Früchte-Biskuitkuchen, der ist in 10 Minuten zubereitet. Jetzt ist die Saison von frischen Früchten. Ich habe meine frischen Früchte vom Garten alle eingefroren und die können wir so auch dazu nehmen. Begrüßen wir heute? Heute begrüßen wir die Kengu Luzi aus Herbertshofen. Das sage ich jetzt nicht mehr dazu, aber sie weiß wer. Luzi, dreimal darfst du raten, welche von deinen Töchtern den Namen gesagt hat. Unser schwäbischer Begriff ist heute Babadeckel. Okay, wir lösen am Ende wieder auf. Jetzt machen wir unseren schnellen Biskuitkuchen. Unsere Zutaten sind dann für heute 4 Eier, ein Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver, Zucker, eine Tasse Mehl, eine Prise Salz, Himbeere, Henkele, Erdbeere, Fröstling, Heidelbeere, neutrales Öl, Wasser. Dann starten wir auch. Wir machen den ersten Schritt und machen unseren Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze an, damit er schon aufheizen kann. Und wir sind ja normal schnell fertig mit unserem Kuchen. Wir nehmen 4 Eier, die haben wir drinnen, einmal Eiweiß, Eigelb. Du hast in letzter Zeit die Eier immer schon mit Wasser auf, gell? Ja, ich habe schon irgendwie in letzter Zeit mache jetzt Füll hin. Das. Wir schlagen unser Eiweiß auf mit einer Prise Salz, dann ist es steif nachher. Mhm. Machen wir ein bisschen Krach. Schon fertig? Ja. Der Eischnee ist fertig, wenn man die Schüssel umdrehen kann und der Eischnee drinnen bleibt. Ui. Haben wir gut gemacht. Ja. So. Machen wir den auf die Seite. Dann machen wir weiter. Wir haben hier unsere Eigelb. Die schlagen wir ein bisschen auf mit dem Zucker. Ein Zucker. Und mein Vanillezucker ist halt selber auch gemacht. Ein Päckchen Vanillezucker. Ich habe jetzt einen Esslöffel. Die Eigelb und der Zucker haben wir jetzt zu einem richtig schönen Schaum aufgeschlagen, hell. Ich habe extra die Maschine jetzt geschwind ausgemacht, damit ihr mich verstandet. Jetzt kommt das Wasser und das Öl langsam dazu. Aber wenn ich das jetzt sage, dann hättet ihr mich wieder nicht verstanden. Warte, jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast vorhin gesagt, du machst Vanillezucker selber. Ja. Deswegen hat er jetzt so quasi die zweierlei Farbe da, oder? Die habe ich von mir. Ich habe einmal den braunen Zucker, der gröbere und der normale. Und dann habe ich hier die Vanilleschote klein geschnitten und reingelegt, damit er das Aroma abgibt. Man kann es aber auch, wenn ich einen ganz feinen brauche, kann man auch nehmen und zermahlen. Dann habe ich wie ein Schnee. Also. Verstanden. Deine Frage beantwortet? Ja. Super. Okay, legen wir weiter los. Ja. Öl. Viel Öl, oder? Viel Öl? Ja, warte. No. Wir haben jetzt eine schöne, schaumige Masse. Mhm. Das Mehl werden wir jetzt mit dem Rührbäser
unterheben. Ein Päckchen Backpulver tun wir auch noch dazu, damit der Curry auch nachher aufgeht. Schluss heben wir noch unseren Eischnee unter. Jetzt gleich. Jetzt gleich. Wen willst du sonst machen? Keine Ahnung. Schöne, fluffige Masse. Ja, nicht auf der Rand von der Schüssel klopfen, dann fällt es euch sonst zusammen. Also da wird Luft raus. Du hast ja jetzt Luft eingeschlagen und durch die Erschütterung von der Schüssel dann fällt der Teig wieder zusammen. Mhm. Jetzt. Das tun wir jetzt in der Backform rein. Unsere Früchte drauf. Dann geht es für 25 bis 30 Minuten in unseren vorgeheizten Ofen ein. So, sieht gerade schlecht aus jetzt. Das geht auch wieder relativ schnell, ne? Ja. Ein bisschen Platz machen. Dass ihr das seht. Nicht verschrecken. Kann sein, das läuft bei mir jetzt schon ein bisschen unter den Nase, aber so wie das im Backofen kommt, wird es ja fest und verschließen wir den Rand. Hätte man fast auch ein Blech nehmen können von der Menge her, aber ich denke, ich mache jetzt einmal das mal so. Und dann sinkt sie halt recht ein. Jetzt. Einfach verteilen. Die gehen nicht unter. Was sieht es, ja? Macht aber nichts. Die finden wir nachher, wenn der Kuchen gebacken ist. Himbeeren. Das kannst du jetzt mit ganz. Mit was weiß kannst du mit alle Früchte machen. Kannst du auch mit Kirschen machen. Heidelbeeren. Einen Dreifruchtbiskuitkuchen. Ja, hast du eine blaue Hand. Schnell waschen, sonst bin ich morgen noch tätowiert. Mal nix. Ab in den Backofen und wir sehen uns nachher wieder. Unser Kuchen ist fertig. Mm. Durch das, dass ich heute eine andere Form genommen habe, normal mache ich die Masse in die Schnitte und da braucht es 25 bis 30 Minuten. Dem habe ich jetzt heute fast eine Dreiviertelstunde gegeben, weil er einfach und dann auch durch die gefrorenen Früchte länger gebraucht hat. Mhm. Wir lassen den jetzt einfach auskühlen auf dem Gitter. Und ich zeige es euch. Dann tut man dann noch einen Puderzucker drüber, wenn er ausgekühlt ist. Ich zeige euch dann nachher in ein Bild und füge es ein, wie er angeschnitten aussieht. Weil so ist er jetzt zu frisch zum Anschneiden. Jetzt haben wir unseren schnellen Früchtebiskuit doch fertig gebracht. Die Auflösung von unserem schwäbischen Begriff, der ist quer. Papadeckel. Ein Papadeckel, das sind zweierlei Begriffe für den Schwab. Einmal hat man den Karton und das andere Mal ist es der Führerschein. Ja, der, wo ab und zu in Flensburg in Urlaub ist. Ja, das ist aber jetzt so erfreulich. Ja. Ich bedanke mich bei euch und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ciao. Tschüss.